He's mad as a wet hen. It's quite entertaining, actually. Thanks for dropping by, Mail Carrier Meredith. I gotta get back to it. Ist die Erntezeit nicht längst vorbei oder viel Glück mit dem Wetter? Isn't it well past harvesting season? True enough, but something else is keeping me occupied. Okay, viel Glück damit. Und womit? And what's that? Can't say, Mail Carrier Meredith. Can't say. Have a good one. Okay, Geheimnisse. Die kriegen wir schon noch raus. Kathi sagt, mir ist der nackige Hintern schon aufgefallen. War nur einer, aber ich war sichtlich verwirrt. Ja, das hast du, glaube ich, nicht so mitbekommen, ne? Und zwar, Twitch hatte vor 3 oder 4 Wochen war es, glaube ich, hatten die diese Regeln geändert, ne? Also die hatten die Regeln geändert, was man auf Twitch veröffentlichen darf und was nicht. Und die hatten das ein bisschen geändert für eben zum Beispiel diese Content-Creator, die zum Beispiel zeichnen, ne? Weil die darfst ja dann nicht mal irgendwie eine nackte Person zeichnen, sondern selbst das war ja nicht erlaubt. Und da haben sie dann ein bisschen die AGBs geändert, ne? Und anscheinend haben sie es ein bisschen zu arg gelockert und viele haben das halt dann gleich so ausgelegt, ne, dass die dann halt fast halb nackt drin waren, weil sie das dann als Kunst angesehen haben. Und dann war halt alles voll, ne? Und das war halt ganz krass, ne? Also da waren halt welche dabei, die waren dann wirklich, die hatten dann nur noch einen Zensurbalken und waren ansonsten aber wirklich nackt da gesessen. Und da gab es ganz viel üble Sachen. Und da war halt wirklich die ganze For You-Page eigentlich auf Twitter voll damit. Muss ich bloß kurz was trinken. Und da haben sich halt viele zu Recht aufgeregt, ne? Weil es halt einfach nicht okay ist. Hi, Maureen. P.O. People, I need to pause the music for a special message. Hush, darling. I want to hear this. And so do you. It's from our own Robert Harris, who wants to keep Providence Oaks pretty. Don't flatter yourself. He's talking about the trees. Take it away, Robert. Attention, Providence Oaks. I'm Robert Harris. And I oppose the plans for new apartments on Lakeview Drive. If you feel the same, let Town Hall know about it and give them a call. Let's keep Providence Oaks pretty. Isn't that something? It could have been more juicy, I guess. But it does say exactly what he wants it to, which is rare for our Robert. Even though he does have his redeeming qualities, doesn't he just? I wonder how he came up with the idea, though. Ich konnte aushelfen, als er die Aufnahme in Jacks Studio gemacht hat. Oder Robert hat sich das in Jacks Studio selbst überlegt. Oder er hat erwähnt, dass er die Aufnahme in Jacks Studio machen wollte. Eigentlich hat er sich selber überlegt, ne? Weil wir haben ihm ja... Ja, wir haben ihm bedingt geholfen, aber eigentlich hat er sich selber überlegt. Viking, ja, anscheinend haben es viele sehr nötig damit gehabt, weil... So blöd wie es klingt, aber du verdienst sehr leicht Geld damit, ne? Also wenn du eine gute Frau, eine gut aussehende Frau bist und dann noch schöne Kurven hast und so weiter, kannst du sehr viel Kohle machen, ne? Und die haben das halt gleich sofort umgemünzt, ne? Und da waren halt viele zu Recht sauer, weil dafür gibt es eigentlich sowas wie OnlyFans. Well, actually Robert set it up himself, at Jax. Did he now? And how would you know about that, huh? Woher wissen wir das? Weil ich im Studio war, als er es dort aufgenommen hat. Maureen, nun denk bloß nicht. Maureen, nun übertreib nicht gleich. Because I was at the studio when he was recording it. I see. Robert wasn't kidding when he said he wants to keep pretty things around in Providence Oaks now, was he? Aha, 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 das wussten wir gar nicht. Aber nee, da Maureen ja praktisch für uns sowas ist wie eine zweite Mutter, werden wir sie dann sicher nicht angehen. Nein, er hat mich nur gebeten, ihm dabei zu helfen, es hübsch zu erhalten, oder so hat er das eigentlich nicht ausgedrückt und das solltest du auch nicht tun, meinen Sie wirklich? Wieso Sie, wieso spricht das? You think so? Well, that's what I heard. Anyway, I actually wanted to talk to you about something else. What are you doing this Sunday evening, hon? Noch nichts, glaube ich, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde es gleich herausfinden. Something tells me I'm about to find out. You know it. Listen here. I'm hosting a very special first-time open mic night this upcoming Sunday. We'll have some drinks, some food, discover the town's hidden talent or not, if you know what I mean. It'll be a hoot.
Schreien ist immer gut. Ich bin dabei. Oh, ich glaube, ich spüre eine Erkältung im Anmarsch. Hüstel. Oh Gott. Die Frage. Schreien ist immer gut. Ich bin dabei. Also, ich weiß gar nicht, was die Amis immer mit ihren Talentwettbewerben haben. Ne? Das sind ja ganz. Auch mit ihren Schönheitsdingern und so weiter. Ne? Ganz krass. More like a hoot and a half. Count me in. Good. I already had you down on my list, of course. But it's nice of you to RSVP. That's settled then. I will see you this Sunday at 8 p.m. And tell everyone you meet, okay? Let me see you put those postal delivery muscles to good use. Wieso habe ich das dumpfe Gefühl, als hätte ich hier überhaupt keine Wahl? Sagen wir einfach, ich werde mein Bestes. Ja, wir machen das so, ne? Wir haben ja eh keine Wahl. Let's just say I'll do my best. There you go. You're catching up. Now I have to go unpack some deliveries out back, but I will see you soon, darling. And don't forget about the open mic. I couldn't if I wanted to. Ja, wir fahren jetzt zurück zum Postamt. Man könnte das Ganze auch abbrechen. Also man kann ja sagen, dass man automatisch zum Postamt zurückkehrt. Ne? Also man kann das über Schnellreise machen. Aber ich möchte ja immer die Zeit ganz gern mit euch genießen. Ne? Wenn ich hier dann eh fahre, dann kann ich dann mit euch schwätzen. Ja, Viking, das ist so ein schwieriges Thema. Ne? Ich meine, einerseits verstehe ich es. Man muss auch dazu sagen, ich, die aus dem Männerberuf kommt, ich weiß, wie oft es ist, dass man als Frau benachteiligt ist. Ne? Gerade wenn man halt, wie gesagt, in einem Männerberuf ist, wo es halt nicht üblich ist, dass die Männer wegen Schwangerschaft ausfallen könnten. Ne? Und andererseits dann man natürlich auch oft benachteiligt ist im Sinne von, man kann halt natürlich gewisse Dinge einfach nicht so machen wie ein Mann. Also man kann halt einfach nicht ganz so viele... Mein Gott, jetzt steht die Polizei da immer noch dran. Mich anhupen und dann riesen Chaos verursachen. Na, und andererseits verstehe ich es aber auch, die Leute, die immer sagen, Frauen hätten es so einfach. Ne? Weil, wie gesagt, ich kenne viele, die sagen... Ich kenne leider sehr viele, die sagen, es reicht, wenn du als Frau einfach bloß irgendwie Haut zeigst und dann... Aber das ist... mal so, ne? Einerseits bestätigt sich's, andererseits kann ich jetzt sagen, aber gut, ich zeige ja auch keine Haut in der Hinsicht, ne? Aber ich kann sagen, als Frau hat man es nicht immer unbedingt leicht, also schwierig. Aus der Familie Weiß, Mittwochabend. Bitte nicht, Steve. Hallo? Hi, Meredith, it's me. Hier, da Haut. Das ist alles, was du sehen bekommst, Schmecki. Mein Gesicht, meine Hände, vielleicht noch mein Tattoo, aber das war's. hallo, hallo, Dad, was gibt es Neues? Anonyme Alkoholiker, wie können wir helfen? Komm, wir machen mal den Witz. Thank you for calling Alcoholics Anonymous. How may I help you? Oh, please, Meredith, it's not that bad. You're just jealous. Ja, zu viel Haut, das stimmt, ja. Jetzt, wo du es sagst, ja, bin ich wirklich... nein, alles gut. Ich habe mir selbst schon ein paar Drinks gegönnt. Haben wir? Nö, wir haben doch bloß Kaffee getrunken, oder? Macht mich ja gleich wuschig. Ha, 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 ha. Actually, I am. I hope you mean about the weather. Naja, es hat hier heute ziemlich viel geregnet. Ehrlich gesagt, könnte mein Leben auch besser sein. Nö, es ist in Ordnung. Well, it did rain a lot here today. Oh, just wait until the wet season really starts. And never ends. Why haven't you told her yet? Let me talk to her. Well, excuse me, Mrs. Weiss. Meredith, sorry to break it up. Your mom wants to talk to you. Meredith, I'm so excited. Your dad and I found this cottage this weekend near the beach. It's so pretty. Not too big, but who wants to be inside anyway? Ich bin gerne drinnen. Hui, das klingt ja toll. Und was habt ihr jetzt vor? Wollt ihr da bleiben? Ja, wir sind tatsächlich gern drin, ne? Ich bin auch so eine Schnecke, die kaum aus ihrem Haus rauskommt. Aber wir fragen mal nach, was sie machen wollen, ne? Wow, that sounds great. What's the plan? Live there? Yes. We talk to the owner. We can rent it for the time being, spend the winter here. And if we like it, we can buy it and settle down here for good. Verändert das ganze Leben und alles. Nö, ich freue mich für die, ne? Weil... Wer wünscht sich das nicht, ne? Ein Ort, wo er gern ist. Awesome! I'm so happy for you. Isn't it something? And it means that our house will be vacant for a while. We won't put it on the market until we've tried out Florida for a few months. So, if you want to extend your stay in Providence Oaks... nein, danke. Ich will so bald wie möglich in mein normales Leben zurück.
Nee, wollen wir ja eigentlich nicht, ne? Also ich will nicht in diesen Stress zurück. Are you serious? I'm pretty serious, yes. But it's a pretty big deal, so just think about it for now. Can I talk to her for a sec again? Yeah, here comes your dad again. Bye, dear. I'm going to get us something bubbly. Hey, Meredith. Just wanted to say that I'll call again at the end of this week. Have a great one. Okay. Bye, Dad. So, was machen wir denn? Kann man wieder lesen? Oh, Moment. Da weiß ich jetzt nicht. Memories. Doch. Memories. Memories. Ich weiß nämlich jetzt, wie gesagt, nicht, ob das ein lizenziertes Lied wieder ist. Ne? Of you and me. Na. Lass mal den nochmal vor sich hindudeln, tonlos. Memories. Ich muss es aber auch dazu sagen, dass ich seinen Gesang jetzt nicht so super toll finde. Ne? Oh, Mickey. That was so deep. Right, Meredith? Hui, ja, klasse. Genau so geht's mir ehrlich gesagt auch. Also wenn ich den Typ anschaue, dann so, hui, ja, klasse. Ja, weil ich habe halt so das Gefühl, der hat so die Kontrolle über sein Leben verloren, so ein bisschen. Weil das hat man schon so gemerkt, ne, dass das so irgendwie so voll neben der Spur ist. Oh, yeah, awesome. It's in the darkness when my soul stars align and illuminate the real me. Oh. Baby, I'm so happy for you. We need to celebrate this moment. I'll be right back, ladies. Mickey can be difficult sometimes, but nights like these, I wouldn't want to be anywhere else but with him. Mhm. Da ist schon wieder so eine komische Abhängigkeit von den zwei, ne? Er ist irgendwie zu ihr teilweise schlecht, ne? Aber sie verteidigt ihn gleich wieder. Also man hat gemerkt, dass er nicht wirklich nett so ist zu ihr. Das frage ich ihn jetzt nicht. Ja, doch, komm, wir fragen sie das. How did you two meet? At a dorm party. He was the cool guy who dropped out of college and I was about to do the same. Is she interrogating you again, June? Oh, Mickey, be nice to sweet Meredith. I'm just kidding now. Sorry for being a hard ass the other day, Meredith. It's just, we need to be a bit cautious. Schon gut, Mickey. Da habe ich beim Postaustragen schon Schlimmeres erlebt. Nee, das wollen wir gar nicht wissen. Ne? Wir wollen nicht, dass sie uns irgendwo reinziehen. I've had worse, delivering mail. Delivering mail for the man? I couldn't do that. Ihr wollt ihnen da oben mal so richtig den Stinkefinger zeigen, was? Oder die da oben, wer denn? Wir fragen mal das da. The man? What man? The man, you know, in general. Anything with authority, in whatever shape or form it appears. Ich weiß, was du meinst. Man fühlt sich als gefangener Gesellschaft. Manchmal ist etwas Autorität schon hilfreich. Zumindest wenn es um Kinder geht. Da ist es immer blöd, ne? Alles nur mit gut geht auch nicht. I hate to be a square, but sometimes I think a little authority is useful. Hey, guys. Let's not spoil this evening with heavy stuff, okay? Ah, you're so right, Junebug. Who cares about the man when I've got you? There's something that'll make you feel lighter. Much lighter. Ich weiß jetzt nicht, ne? Also. Meredith! Nein, danke, ich passe. No thanks. I'll pass. June? Maybe later, Mickey. Meredith, how about some booze instead? Wir müssen fahren, ne? Wir sind ja hergefahren, also nein. Wenn sie jetzt nicht fahren müsste, okay, wenn sie da auch übernachten würde, aber nein, wenn man fährt, trinkt man erst recht nichts. No thanks, June. I'm good. Oh, I guess I'll drink some wine by myself then. Be right back. Ja, dann ist das halt wohl so, ne? Er spielt jetzt wieder Musik. Kalim, palim, palim, palim. Memories. Den Gesang von ihm schrecklich. Memories. Mag die Stimme nicht. Of you.